Hallo zusammen. Ich denke, wir starten denn mal so ein bisschen Rückweg. Was los? Schrei halt. Hallo. Da gibt's noch Essen? Da gibt's noch Essen, ja. I know. Ich habe gerade schön Pulled Pork Barbecue. War super lecker. Und ja, wir sind natürlich schon ein Stück gefahren. Also wir haben ausgeladen. Es ist also so ziemlich alles schief gelaufen, was schief laufen konnte. You know what I got today? Squishmallow. Yeti. Pink Yeti. Okay. And can I tell them something? Tell what, Tess? Like, and put, like, Abel, my classmate. Yeah. Mach doch. A-B-E-L. You need to type that in the title. Oh. My classmate. Oh, okay. Please watch it. Ah, eben vorhin sagst du es mir. Abel, this is for you, my best friend. What? What? Hiding behind the seat or what? I'm trying to hang on this. Also, no, don't do this. Why? Maybe. You're too big, you break it. Maybe. Okay. Ja, also, wie gesagt, ist eigentlich so ziemlich alles schief gelaufen, was schief laufen konnte. Wir haben, hatte ich ja gesagt, drei Ausladestellen in Florida. Also ziemlich nördlich in der Mitte und ein bisschen unterhalb der Mitte, also unterhalb von Tampa. Und der zweite Walmart hat schon Kartoffeln, also nicht, also Produce, Kartoffeln rejected. Waren wahrscheinlich die falschen, also nicht das, was sie bestellt haben, sondern war irgendwas anderes, weil kaputt war es ja nicht oder so. Und die letzte Ausladestelle hat nochmal dasselbe getan. Oh, also ja, ich hatte da rote Kartoffeln und gelbe drauf. Also da die gelben nennt sich Gold irgendwas. Und das erste Center hat sie auch abgenommen. Waren ja drei Ladungen drauf, waren drei dieselben Ladungen. Und das erste war DC Center da, hat alles abgenommen. Und die anderen zwei, ja, wahrscheinlich war es das falsche. Ist ja egal. Auf alle Fälle war ja der Plan, denn ich sollte bis zum 30. um 8. sollte ich halt ausgeladen haben und dann hätte ich am Donnerstag Reload gekriegt around Jacksonville und dann hätte ich den 30. Rest vom 30. und 31. frei. Da wollten wir natürlich den einen Wasserpark besuchen, aber ist natürlich jetzt alles in die Hose gelaufen und zwar, ja, wie gesagt, dann musste ich ja jetzt erstmal noch durch halb Florida, um die anderen Paletten loszuwerden. Die haben sie dann verkauft da irgendwo, keine Ahnung, an irgendeinen Crossdock. Da sind wir dann heute Morgen erst wieder los und natürlich hat sich jetzt alles verschoben mit der Ladung. Jetzt habe ich Ladung gekriegt in North Carolina. Jetzt fahren wir natürlich direkt straight hoch North Carolina und ja, wie gesagt, aber das ist Trucking. Kann man halt nichts machen, ist halt so. Es gibt doch wieder bessere Tage. Und ja, wir gucken mal, was wir draus machen. Und ansonsten ist jetzt für heute, also gut, wir machen jetzt gerade unsere Pause hier. Halb zwei haben wir gerade hier. Wir sind kurz hinter der Grenze von Florida, also in Georgia, Richtung Norden. Exit 3 an der Pedro. Weiß nicht, ob man es erkennen kann. Da steht Pedro. Und ja, keine Ahnung. Die Kleine ist wach. Das macht sie Arsch wackeln und Videos gucken oder was heißt das? Das Fahrgame? Okay. Gut. Ey, was ist mit deinem Essen eigentlich? Hä? Wer wollte denn das Essen haben? Cinnamon mit Roll und dieses Burger King Ding Bum da? Wahnsinn. Okay, gut, dass wir mal drüber geredet haben. So viel dazu. Gucken, was heute noch kommt. Und ja, ihr werdet es ja dann sehen. Also, bis dann.
Me? Why me? Just kidding. It's your came. Here? Yeah, put it over there. Can you stop recording me? No. You be shy today? What? You be shy today? No. No? Ja, wir haben schon geladen, alles erledigt und jetzt stehen wir hier und haben nichts mehr zu tun für heute. I've thrown up today. Oh ja. Der hat gekotzt heute. So, what's it in English again? You throw up? Ja, yeah, she did. Maybe, keine Ahnung. Das Einzige, was wir, also bei mir war es heute auch ein bisschen flau im Magen. Nicht so wie bei ihr. Bei ihr hat es gleich so, I'm sick. Und raus. Da habe ich ganz schnell noch hier Tüte hin und dann rin in die Tüte. Und also, entweder ist es mein Driving. Oder, dass mir ja auch ein bisschen flau war im Magen vorhin. Das Einzige, was wir zusammen gegessen haben, waren, was waren das, die Mandarinen? Die Mandarinen, vielleicht waren die nicht mehr. Haben gut geschmeckt, aber vielleicht waren die nicht mehr. Genau, die stehen heute wie. Ist geil, oder? Wuhu! Ey, du musst mich wieder rasieren, also guck mal hier. Ist so viel. Ja, so. Wir gucken nachher nochmal hinten in den Container rein. Da seht ihr mal ein bisschen was zur Ladungssicherung. Ist auch bloß ein Straps drumherum, aber. I threw up here. Wir passen. Ja, wir passen unsere Fahrweise drauf an. Ja, and I have to clean up this shit. Ja, gut, also mal gucken. Mal gucken, was heute noch passiert. Nichts eigentlich, denke ich. Also da wollen wir nicht mehr weiterfahren. Geladen haben wir. The place was nice. Die Straße daneben war auch cool. Schöne Gegend war das. Hab ich aufgenommen. Sage ich jetzt, habt ihr schon gesehen, dann war es ja davor. Jetzt. Oder sage ich jetzt, werdet ihr gleich sehen, dann seht ihr es jetzt. Machen wir so, ihr werdet es gleich sehen, also seht ihr es jetzt. Ne, danach, denn wenn wir hier fertig sind. Aber jetzt machen wir erstmal noch das Ziel hinten davor, ja? Was? Das Ziel hinten davor, gucken nochmal rein, ob die Ware überhaupt noch da steht. Und ja, das war es denn eigentlich. Wait, wait! Not in the camera. No. Not this way. Not this way. Okay. No. Not in the glass. I love you! No. Put it in your ears! No. No? Come on. No lights, that means. So hey! Don't! Don't smash the truck! I didn't. I know you. Hey! Dead by seal. Dead by seal. Okay, also, später. So, wir haben gesagt, wir gucken nochmal nach der Ladung. Wir müssen das Seal noch davor machen. Ist zu? Zu? So, was für die Leute, die andere Leute vermissen hier. Ich bleib mal eine Weile hier stehen, oder? Dann habt ihr so ein paar Flashbacks, oder? Oder ich kann ein bisschen am Trailer hoch und runter laufen und Dünnschiss labern. Oh, nee. Okay. Passt ja, der läuft auch. So. So, seht ihr den Straps? So, das ist die Ladungssicherung hier für meine Ladung gerade. Hast du gesehen? Guck.
So, zu. Komm mal hin. Wir gehen da rein. Also, bis später mal, oder? Der ist ja doof. Also, bis später mal. Back to luck. Stay sunny. Huh? So. Leider kein Handtuch dabei jetzt. Schade, aber wir kriegen das auch so hin. So, remember, ein paar Flashbacks wieder. Ja, schön laut, alles rumbelt und knallt. So muss das sein. So, mein Riefer will er. Genau. So ein Bullshit. Thank you.
hallo zusammen. Nächste Morgen. Wir fahren da los, wo wir gestern angekommen sind. Wir waren noch, wir haben nichts mehr großartig gemacht, ein bisschen spazieren, ja, einkaufen habt ihr ja gesehen. Also zumindest, dass wir auf dem Weg waren. Und ja, man weiß ja nicht, still hier, schreit sie. So, auch schon wach. Und ja, dadurch, dass das gestern, ich fahre jetzt noch eine Weile Landstraße. Dadurch, dass das gestern schon so eine coole uramerikanische Gegend war, lasse ich mal Zeitraffer laufen, bis ich auf der 95 bin, wieder Richtung Norden. Und dann sehen wir mal weiter, was heute noch passiert. Also, bis dann. Thank you.
zusammen. Das ist jetzt hier mitten in den Bergen von West Virginia, irgendwo in Middle of Nowhere. Ich fand's halt cool. Hab die Drohne mal wieder fliegen lassen. Mach ein bisschen Musik dahinter. Guckt euch die Bilder an. Und ja, ich denke mal, das war's dann für heute erstmal. Wir sehen uns. Thank you.
best ride so far. And see you later.